Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, einem schönbar Projekt namens Dragodia. Ich hatte ja mal einen Server, also schon viele Server, aber einen Dragodia-Server, und da habe ich auch relativ viel mit Story machen wollen und Rollenspiel. Das werde ich jetzt in einer Singleplayer-Welt schon mal machen wieder. Werde dann irgendwann mal auch wieder genügend Geld haben, einen Hoster zu holen, einen Server zu machen. Ich freue mich aber riesig, wenn ihr schon mal dabei sein könnt und ja, einfach mal ein bisschen schauen könnt, wie ich natürlich gerne baue, im Kreativmodus natürlich. Und ja, so Story mache und so, ja, was ihr wollt. Und dann dürft ihr natürlich die Welt auch downloaden, also so schnell wie möglich natürlich nicht, wenn sie fertig ist. Ja, genau, Hängeschilder haben wir bekommen. Bin jetzt noch nicht so in Update 1.20 drinnen, aber ja, ich musste Pause machen, das Game ist immer wieder gecrashed. Wir nehmen mal Mangroven Holzschild und genau. So, was brauchen wir als? Wir brauchen mal das Holz schwarz, genau. So, nehmen wir mal noch die Sachen raus. Wir brauchen, ja, Zäune brauche ich jetzt gerade noch nicht. Die mache ich dann später, einfach so eine Zone einzugrenzen, wo wir bauen und wo wir einfach noch nicht fertig sind oder so. So Baugerüste. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen so blaues Feuer Sachen. Ah, das ist ein Seelenfeuer, gell? Ja, eigentlich. Die Sachen brauche ich, die will ich schon am Anfang haben. Und Knochen. Knochenblöcke. So. Gut, also. Ich möchte euch ein bisschen erzählen. Also wir haben hier so ein... Jetzt muss ich gerade ein bisschen überprüfen. Ich wollte eigentlich ein Schiff machen, das kaputt ging. Und da sind die Helden dann rausgesprungen. Es gibt gewisse Helden, die einfach so ein bisschen die Story schreiben sozusagen. Also die Abenteuer leben. Ihr seid dabei und erlebt dann natürlich auch Abenteuer. Und wir sind in einer ganz bösen Welt. Das ist ganz böse. So eine Art Armee aus, ja, Skeletten, einfach Untoten. Necromancer hat das Land verseucht. Und die Menschen, wahrscheinlich mit einer bestimmten Zivilisation, wahrscheinlich japanisch, habe ich irgendwie das Gefühl, wegen Ninjas. Dann könnt ihr ein bisschen Ninja... Sachen, Parkour und so machen, wird dann ja, einfach das Volk hier sein und wir sind aus Europa. Wir sind einfach hier nach Japan oder so in einer Fantasiewelt, im Dragodia, gekommen und müssen den Japaner, die an Drachen glauben und so, ja, ist ein bisschen chinesisch, ja, kann auch chinesisch sein, aber im Wing Ninja eher japanisch, genau, kommen dann hier hin. Also wir machen das so, dass wir hier einfach ein Schief machen. So, ich mache mal hier höher. Genau, nein, nicht so höher. Schlafen noch eine Runde. Ein schön schwarzes Ninja-Bett. Ich baue so den Start. Wir werden hier so ausgeladen. Und werden dann wahrscheinlich von Ninjas gerettet und die uns dann ins... nahegelegenen Dorf, zum Beispiel dort im Tannenwald, ja, gebracht. Ich weiß nicht, ob Tannenwald gut japanisch ist, aber wahrscheinlich schon. Ich muss jetzt einfach herausfinden, wie man ein Schiff baut, und ich weiß ungefähr, wie japanische Schiffe aussehen, aber ich habe immer so das Gefühl, ich baue dann irgendwie thailändische Schiffe. Oder? Genau. Also die Größe würde so eigentlich reichen. Wir machen dann eben so ein bisschen, also ich habe jetzt einfach das dunkelste Holz genommen. Ich könnte eigentlich auch noch das Fichtenholz dann so ein bisschen daneben machen. Ich mache das mal so. Ich denke, 3 hoch ist wirklich perfekt. 3 breit innen ist perfekt. Jo, ich bin jetzt gerade so ein bisschen schwer am Denken. Tut mir leid für die Versprecher, aber es ist gerade ein bisschen schwierig für mich.
genau zu es richtig zu machen. Da müsst ihr mir verhelfen. Da seid ihr doch sehr viel besser als ich. Ich bin schön am Bauen, also ich hoffe es jedenfalls. Ich will natürlich nichts sagen, bevor ich nicht wirklich sehr lange gearbeitet, gebaut habe und so. Aber da auch einen Überblick zu haben. Und hier hinten ist meistens gerade nach oben bei den östlichen Schiffen. So. Ich habe das Gefühl, wir müssen anfangen mit den Knochen, Zelten und so. Ist ein bisschen schwer sonst, da ein Schiff wirklich perfekt hinzukriegen. Die Details mache ich immer am Schluss, natürlich. Sieht so schöner aus. Was fehlt fast wie so ein Zwischending von Half Steps. Zwischen Boden. So. Ich bin schon sehr zuversichtlich. Also nicht wundern, wenn ich gerade ein bisschen schwelge. Ich habe jetzt so lange nicht bauen können, nicht spielen können. Einfach weil Nvidia dachte, CUDA-CPUs sind Absturzbringer. Sie können es nicht fixen. Sie bringen etwas raus, das sehr absturzbringend ist. Ja, habe ich irgendwie automatisch immer an. Wahrscheinlich ihr auch. Aber bei mir stürzt es halt. So, also, Schiff ist fertig. Gut, können wir weitergehen? Nee, nee, natürlich nicht. Jetzt hier. Schön. Ja, sieht eigentlich aus wie Japanisch. Nicht so spitz vorn. Oder sind sie eher spitz? Und hier hinten habe ich so gedacht, machen wir einfach so. Hier wieder Half Steps. So, und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Ich immer. Also. Ja, das Heck gefällt mir noch nicht so sehr. Aber jetzt muss ich zuerst mal die Masten hinkriegen. Und die muss man halt schon irgendwie korrekt machen. Ihr kennt das wahrscheinlich, wie sie aussehen. Ich muss aber schauen, ob sie gut aussehen oder nicht. Und dafür müssen wir eigentlich schwarz in einem schwarzen Segel. So. Ah ja, so einen Übersichtsplan möchte ich noch erstellen. Jetzt muss ich schauen, schwarze Wolle. So, nein, nicht so. So. Und dann zuerst mal hier runter, dann wieder einmal. Dann machen wir so. Ja, es ist zu krumm. Es ist viel zu krumm. Also machen wir hier. Und so einen Zwischenhang mache ich mit einem Zaun. Nein, nicht zu kühl. Zaun und das mache ich. Das Fichten. Muss ja ein bisschen unterschiedlich sein. Es darf nicht immer das gleiche sein. Und dann haben wir hier. Also machen wir jetzt eins höher. So. Ja. Es ist zu wenig. Wenn ich hier auch noch mache. Gut, dann machen wir noch eins tiefer. Aber dann kommt man hier nicht durch. Doch eins höher. So, und jetzt sowieso hier noch eins höher. Es sieht jetzt ein bisschen klein noch aus. Sieht leider noch ein bisschen klein aus und hier muss unbedingt. Das hat ein bisschen anders werden.
Gut. Das gefällt halt eigentlich immer gleich. Genauso. Boah, ein Porsche. Ich habe einen Porsche gemacht. So. Also wir haben eben jetzt mal angefangen und wir können alles optimieren, bis es euch wirklich gefällt. Hier muss es noch ein bisschen höher werden. Ich glaube, der hintere Mast ist meistens höher. Ich könnte auch ihn nochmals breiter machen, aber nicht so tief runter. Das bringt, glaube ich, gar nichts, oder? Wie ist ergonomisch oder aerodynamisch oder wie man das sagt, ist besser bei Schiffen, wenn der hintere Mast größer und breiter ist, oder? Schifffahrt. Ja, Wind, Herr Wind. Sieht geil aus. Sieht jetzt gerade geil aus. Aber ich würde fast nochmals ein bisschen weiter rübergehen. So. Ja, nicht zu breiter. Ja. Okay. Reicht. Vielleicht hier vorne irgendwie spitz, aber das kann man halt nicht gut machen. Wir haben hier eine Treppe natürlich wieder weggenommen. Ich kann es einfach ins Inventar verschieben, genau. So. Und hier drüben doch eher irgendwie, wenn es gehen würde. Ja, es ist eben ein kleines, es ist ein Geisterschiff, das heißt, hier oben kommt Feuer hin. Ich muss es einziehen. Wie kann man blaues Feuer anzünden? Ja, natürlich mit dem Soul Sand. Deutsche Sprache. Ich würde gar sehen, ich glaube Seelen. Ich muss mal das überprüfen kurz. Wie war. Nein, nicht. Nicht dieses automatische. So. Wenn man jetzt hier Seelensand hat. Unten Feuer zirkert, habe ich nicht vergessen. Wie war denn das? Ja, es ist auch blau. Es ist also egal, das Schönere nehme ich. Die Kacke. Die Kacke nehme ich. So, dann machen wir noch Fall. Nehmen wir die schwarze Schokolade oder nehmen wir. Die Wehrfalltür. Also auf jeden Fall sieht es so episch aus. Sieht schon fast Endgame aus. Trigodia Endgame. Dann machen wir hier hinten. Nochmals eine Erhöhung. Machen hier aber ein Lagerfeuer. Und dafür einfach auf der Seite die Falltür nur. Hinten könnten wir sogar. Wie heißen denn die anderen? Ja, Kerzen. Ich nehme mal hellblaue Kerzen. Ich nehme hier. Hinten eine Falltür und auf der Seite Kerzen übrigens. Hier mache ich zwei. Nee, so. So, hier auf der Seite noch eine. Hier mal drei. Hier vorne sogar vier. Zwei. Und auch eine. Noch mal hier eine und hier zwei. Feuerzeug.
Nein, das sind hier rot, die Flammen. Ich will blaue Flammen. Kann man das irgendwie ändern? Ich mache mal hier keine Flammen und hier auch nur zwei erloschene, nein, nicht Fackeln, Kerzen. Sieht geil aus. Wir haben sogar einen Wassertempel hier. Also, wir haben 15 Minuten gebraucht für das Boot. Jetzt möchte ich mal kurz schauen auf diesem Hügel. Wir haben hier auch tolle Höhlen, die das auch ein bisschen besser machen. Wir machen hier mal so ein Zelt. Ich schau mal kurz, wie so das aussieht. Es tönt so genial. Ich mag die neuen Töne, also neu sind sie nicht, aber magst du die Töne mittlerweile schon cool. Gerne. Sieht halt nicht wie ein Zelt aus, solange es nicht. Das Problem ist immer die Hinrichtung, oder? Man muss eigentlich immer die ganze Zeit so blöde die Blöcke in eine Richtung setzen. Ja, sieht geil aus. Und wenn nicht alles so synchron ist, sondern so ein bisschen eckig, dann hier noch ein bisschen. Und dann eins weiter runter noch. So. Hier sowieso nicht. Hier fehlt einfach der Block, also muss ich hier unten noch einen drüber machen. Ich muss drei Blöcke setzen. Ja, aber es muss noch ein bisschen trockener werden, oder? Das heißt, hier noch ein Block. Mache ich hier. Da wollen wir eher einen Turm bauen, was ein Zelt. Schon wieder ein Creeper. Und ein Dingblütenbiom, Kirschblütenbiom. Ein Dingsbumsblüten und ein Dorf. Okay. Aber ein Dingsbumsblütenbiom. Wir könnten hier eigentlich so ein bisschen der Anfang machen von den Menschen, also von den Japsen, von den Ninjas. Wir könnten hier so ein Schlachtfeld machen. Hier also so. Wer hat denn hier ein Loch gegraben? Ist das das Kax, das Plumpsklo? Oh. Der erste Dungeon wird hier drin sein. Geil. So Prüfungen, Ninja-Prüfungen, genau. So mega geil. Dafür noch meine Technikfortschritte größer machen. Also genial. Wir haben viel vor. Ich hoffe, ja, ihr könnt mich ein bisschen unterstützen, motivieren. Und im Feedback gegeben, das sieht auch so geil aus schon. Das Boot. Einfach so ein kleines Boot. Jetzt müssen wir eigentlich noch die Gefängnis, also diese Ding machen. Hä? So wirklich auf der Seite. Ich muss mal schauen, ob das reicht mit den Zäunen. Knapp nicht, aber wir können es einfach so machen. Das ist dein Gefängnis, weil du diese Map spielst. Das ist dein Gefängnis. Bitte mieten Sie es unter twitch.tv/dragobasel. So. Ihr seid eingesperrt. Ihr habt hier oben
Nur Sorinne-Saale. Mal kurz schauen, Fall. Kann es sehen. Düster. Ja. Schön pink. Na, es passt nicht so gut. Geht wieder gar nichts. Der Trago ist wieder überfordert von der Drehung. So. Zäune für hier. Hier gibt es hier nicht. Ja, sieht nicht so gut aus. Sieht gut aus, aber hier oben mache ich eine andere. Ich weiß nicht, da brauche ich noch ein bisschen Hilfe. Da dürfte ich gerne noch ein bisschen zwischenwunken. Das ist aber echt geil. Es ist kein Clipping-Fehler, es ist einer schön drüber. Sieht geil aus. Ah, ich mag Minecraft schon wieder riesig. So, dann müssen wir aber noch ein Muster reinmachen, hä? Weiße Wolle. Müssen wir irgendwie hier. So zwei Augen. Ich mache hier wahrscheinlich graue. Dankeschön, Krankenwagen. Und wenn ich hier auch graue mache, dann sieht es ein bisschen. Oh, gespenstiger aus. Hier oben fast noch ein bisschen rot oder so. Ja, es gibt leider keine Ziegel, die flach sind. Ich kann Fleischblock. Wo ist denn Fleischblock? Wie heißt denn dieser Block, der so wie Fleisch ist? Warzen. Ja, netter Warzenblock. Ja, so. Ist mir fast zu bunt jetzt. Sieht aber auch nicht mehr so wie im Gesicht aus. Dann doch rote Wolle noch. Machen wir die Feuer weg. Sieht aber auch nicht mehr so wie ein Auge aus. Also es. Also ich lasse mal die hintere Wolle, also hintere Segel noch so. Ne, es soll nicht rot sein. Es darf nicht rot sein. Es darf einfach nicht rot sein. Es muss. Ja, so sieht man aber nicht so ein Gesicht. Das ist halt immer das Kleine. Wenn man in Minecraft irgendwas mit Würfeln, mit Blöcken klein macht, sieht es dann nicht mehr so schön aus. Man erkennt es nicht mehr so sehr. Ja. Also machen wir hier unten. Fertig.
könnte ich eigentlich das so machen, dass es ein bisschen überlappig ist nach vorne. Und hier hinten ist ja sowieso noch das Steuerruder. So. Ich müsste es fast noch tiefer machen, weil das Schiff sonst zu sehr schwebt. Das ist schwer, ein Schiff zu bauen. Ist eigentlich immer wieder schwer. Da man Proportionen und so nicht so korrekt machen kann oder so. Man ist wie ein bisschen zu eingeschränkt von der Klötzchenoptik. Aber meistens so, also auch Expertenschiffe haben dann zu wenig tiefen Tauchgang. So. Es ist sowieso ein Geisterschiff. Die müssen fliegen, ein bisschen. Sieht jetzt wirklich noch nicht gerade so. Also das ist der wie sagen wir denn? Seiten, Hinterruder. Und hier vorne muss es irgendwie noch spitz sein. So. Sieht es wahrscheinlich nicht mehr so gut aus. Hier vorne nicht so. Und dann muss es hier oben noch kurz nach vorne gehen. Bis die Treppe kommt. Machen wir das hier weg und das hier hin. So haben wir. Oh, das von vorne sieht es geil aus jetzt. Wenn ich hier eine Treppe mache. Ja, sieht noch geil aus. Sieht aus wie eine Walnuss. Okay, Schiff haben wir, Zelt. Da muss ich ja noch ein bisschen überprüfen. Ja. Wie es so geht. Dann machen wir hier einen Turm. Und dann wir machen dort einen Turm. Nein, dort machen wir eine Festung. So eine kleine, schmale Festung. Machen wir hier drauf. Dass so richtig eine geile Treppe hier runter führt. Das Dorf ist sozusagen geplündert. Da haben wir ja scheinbar noch Dorfbewohner. Das wird so ein bisschen kaputt. Das wird. Die Dorfbewohner werden eingesperrt, wenn sie irgendwo sind. Hallo Dorfbewohner, wo seid ihr? Die in Luxus-Gucci-Betten. Hallo. Liebe Dorfbewohner. Ist das ein verlassenes Dorf oder wurden die einfach nicht generiert? War natürlich einige Zeit auch schon im. In der Welt, es kann sein, dass die alle ermordet wurden oder. Okay. Keine Ahnung. Jo, also ich werde das Projekt, auch wenn es vielleicht wenig Zuschauer generiert oder einfach die Leute nicht mitmachen wollen, also mithelfen wollen beim Entscheiden, beim Story gründen. Ihr könnt alles machen, aber eben selber mithelfen oder so geht halt jetzt momentan nicht. Ich weiß nicht, ob es hosten könnte noch so. Und das kostet, glaube ich, auch sehr viel. Jo. Ja, ein goldener Apfel. Die Leute werden sofort irgendwie mega stark sein. Müssen wir noch ein bisschen unterbinden wahrscheinlich. Also in die Richtung, denke ich mal. Also hier könnten wir so einen Geisterwald machen. Also in die Richtung machen wir so, soll ja Open World sein, oder? Und es müsste dann überall Dungeons sein, entweder von den Bösen, von den Necromancern oder von den Ninjas.
wo ihr irgendwas ja, lernen könnt oder eine Story habt im Dungeon und so weiter. Dann in die Richtung könnten wir mehr auch die Ninjas noch machen. Ich denke mal, auf See macht es halt auch Sinn, dass es den Bösen gehören tut. Realistischermäßig. Dann haben wir hier sowieso noch einen Schwarzeichenwald. Nochmals ein Portal. Jo. Damit ihr das noch überprüfen könnt, machen wir mal den CT rein. Gell? Da unten ist ein Seed, in der Videobeschreibung auch. Oh, und Sumpf haben wir auch noch, cool. Und jo, ihr könnt mir gerne Maps senden, wo ihr natürlich schon ein bisschen mehr gebaut habt. Aber ich werde mich nicht 100% natürlich davon orientieren lassen. Dürfte aber gerne mal ja, selber auch Hand anlegen oder einfach ihr Feedback. Hier haben wir auch überall Schwarzeichenwald. Dann haben wir noch einen großen Hügel. Also wisst ihr was, ich mache jetzt einfach vermehrt auch Livestreams, wo ihr wirklich dabei sein könnt. Und einen Dschungel, okay. Im Dschungel weiß ich schon, was ich mache. Panda, Ninjas. Genau. Die Panda-Bär und Ninjas. Kennt ihr das nicht? Ja, die Ninjas waren auch in China. In China, Chinatown. In Los Angeles. So, ja, okay. Dachte schon wieder so eine OP-Truhe. Nee, 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 nee. So leicht mache ich es euch nicht, Leute. Ihr müsst hier wirklich sehr viel krampfen, wenn ihr das spielt. Ja, könnt auf Peaceful stellen und euch alles entschieden. Ich will es aber euch herausfordern, Mann. Eine Wüste? Nein, nur eine Insel mit ein bisschen Sand. Und ich denke mal, ein Rie. Okay, ein Riss. Zweiter Wassertempel, ein riesen Ozean. Sogar warmer Ozean scheinbar. Jetzt muss ich noch kurz hier hinschauen. Tut mir leid. Aber das muss ich mal. Ich hoffe, ich finde auch den Spawn wieder. Ich habe eben keine Minimap, ich habe keine Mods. Es stürzt immer noch mit Mods ab. Dieses Forge und Fabric ist einfach immer noch ziemlich unstabil beim Laufen. Hier machen wir die Frostskeletten hin, hä? Mit ihren Blümchen, Weiden, Alpen, also Alm. Das sind einfach die Frauen. Alpine, Alm, Mädels, Heidi. Genau, wir machen Heidi. Skeletten, ja, Pillager, genau. Pillager sind die Totenbeschwörer. Ja, richtig geil. Ich hoffe, es gefällt euch auch das Setting. Einfach kritisieren, wenn nicht. Und ja, bei mir dürft ihr unerträglich. Nein, schon erträglich. Natürlich kritisieren. Nochmals ein Wassertempel? Drei Wassertempel? Ich weiß nicht, ob die passen, aber da könnte man auch etwas dran machen. Einfach einen Dungeon reinbauen. Einfach irgendwelche Rätsel nochmal. Ja, da braucht ihr aber ein paar Tränke und so. Also drei Tempel. Hä? Nein, vier Tempel. Lol. Vier Tempel am Spawn. Beil. Beim Schneeberg hat es wahrscheinlich noch ein. City da, dieser Dark. Da bin ich auch noch nicht so drin. Ja, ich habe in letzter Zeit, also ich bin einer, der schon von Anfang an Minecraft kennt in der Version. Ich glaube 2010 war es. 2009 schon. Glaube ich knapp 2009 noch. Dezember ungefähr. Und ja, ich habe es um die Dezember 2009, glaube ich, das erste Mal gespielt. Aber ich habe es erst im Januar, im Februar 2010 dann wirklich aktiv gespielt. Habe dann wirklich viel gespielt bis 2014. Und ab 2014, also 2015 war ich sowieso nicht gerade so. Ja, viel am Spielen habe ich eher mit einer Freundin die ganze Zeit gespielt, aber ohne Internet und ohne guten PC. Jo. Und jo, immer weniger und das möchte ich jetzt natürlich immer wieder mehr machen. Brauche aber dazu eure Hilfe. Ich möchte eben einen guten Server haben, wo ihr Spaß habt, wo ihr auch ein bisschen so Adventure Maps machen könntet. Zonen würde ich gerne machen. Jetzt kommen noch die Banner hin. Da mache ich einfach mal Vorbanner.
Ich würde gerne Türkis nehmen, aber das passt dann eher so wie zu Niapsen. Nicht zwei. Ja, nochmal ein Banner in Grau. So. Ja, passt noch nicht so. Aber ich hoffe, ich kann auch lernen davon. Ich bin natürlich überhaupt nicht geübt. Ich weiß nur, dass ich bestimmte Muster so richtig gut weiß, kenne, dass es schön aussieht, dekorieren. Aber dekorieren allein ist keine Baukunst. Also ich muss wieder lernen, richtig große Konzepte zu bauen. Also richtig große, zum Beispiel Riesenburgen und so weiter. Aber das können wir gleich gemeinsam in einem Livestream dann mal angehen. Wenn es große Bauprojekte sind, da könnt ihr mich ungeniert helfen, egal wie. Mit Feedback sagen, das passt noch nicht so und da fehlt noch was und da muss noch geregelt werden. Da ist es krumm, da möchte ich es lieber gerade haben oder da möchte ich es lieber krumm haben. So Sachen dürft ihr dann gerne noch im Livestream dann viel besser bestimmen und so weiter. Dann machen wir hier vielleicht noch so eine Mauer oder so. Wie machen es Feinde? Wie haben es früher so die Bösen gemacht? Also die Horden und die davon Saladin, der Kreuzritter. Im Zweiten Weltkrieg haben sie ja so Walls gemacht, da diese Gräben. Müssen wir auch ein bisschen diskutieren. Also nur Kommentare schreiben oder im Livestream dabei sein und dort Kommentare schreiben und ja, dann. Ja, schauen wir noch den Fischen beim Hüpfen, beim Rausschwimmen zu. So, wie sie aus dem Wasser plumpsen. Plumpsen die da dann runter? Wie tief geht's hier runter? Nicht so tief. Oh, geil. Oh, Wasserfall. Oh, schön. Oh, geil. Ah, faszinierend. Ach ja, so geil. Ey, das ist... Beim Creeper mache ich mal Tschüss. Sag ich mal Tschüss. Gehst du halt schon runter. Ah gut, dafür habe ich einen Screenshot. So, dann, jo. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ödrago Basler.